Ich lese das Kameradenbuch Canon EOS 700D, Ihre Kamera im Praxiseinsatz. Das ist dieses Buch. Das ist die dazugehörige Kamera. Das ist eine Spiegelreflexkamera von Canon. Die habe ich mir nicht hier um die Ecke gekauft, sondern online bestellt, weil ich gerne dieses 18 bis 135 mm Objektiv dabei haben wollte. Das hat einen automatischen Fokus, der ist in Ordnung. Und einen Bildstabilisator, der ist auch in Ordnung. Und mir gefällt das Objektiv sehr gut. Kann ich nur empfehlen, trotz des großen Brennweitenbereichs. Und dazu habe ich mir noch gekauft ein relativ extremes Weitwinkel. Also das Ding ist in der Verzerrung korrigiert. Es hat also keinen Fisheye-Effekt. Und es sind 10 bis 18 mm. Das gefällt mir auch sehr gut. Und ich habe mir die anderen Objektive teilweise auch angesehen. Und das wären meine zwei Objektivempfehlungen für die Kamera. Man kann auch noch mit Festbrennweiten was machen. An der Stelle lohnt es sich auch mal auf sowas zu gucken. Das sind Systemkameras. Wenn es darum geht, in der dunklen Kirche oder sowas zu fotografieren oder sowas wie Porträtfotografie zu machen, finde ich, ist lohnenswert, auf sowas zu gucken. Was hier schön ist an der Kamera, ist, es ist ein Spiegel drin. Kann man auch sehen, wenn man das will. Das ist hier. Einfach mal aufmachen und reingucken. An der Stelle, wenn man bei Tageslicht draußen fotografiert, Naturfotografie macht, unterwegs ist in der Stadt und da fotografiert oder Menschen draußen fotografiert, finde ich solche Kameras einfach nur schön und es macht sehr viel Spaß, mit ihnen zu fotografieren. Das macht viel mehr Spaß als mit Systemkameras. Und dieses 18 bis 135 mm Objektiv macht draußen in der Natur und unterwegs sehr viel Spaß und in der Stadt. Oder wenn man mit einer Reisegruppe unterwegs ist, macht dieses 10 bis 18 mm Objektiv ziemlich viel Sinn, meiner Meinung nach. So, jetzt zum Buch. Ich bin angekommen bei 7 in 1.3 Startklar für die ersten Aufnahmen, Schritt für Schritt Vorbereitung für den ersten Einsatz, Kamera einschalten und Programmautomatik wählen. Das ist jetzt hier gemacht. Hier gibt es einen Hebel, das kann man auf On stellen und dann steht es hier auf A+. So, 7. Zeitzone, Datum und Uhrzeit einstellen. Mit jeder Aufnahme werden automatisch Datum und Uhrzeit gespeichert. Damit dies korrekt erfolgen kann, müssen beide zusätzlich zur Zeitzone zunächst einmal eingestellt werden. Nach dem ersten Einschalten der Kamera erscheint ein entsprechendes Menü. Mit Hilfe der Pfeiltasten auf der Rückseite der Kamera springen Sie zwischen Tag, Monat, Jahr, Stunde, Minute und Sekunde hin und her. Sobald Sie die Set Taste drücken, können Sie den jeweiligen Wert durch Drücken der Pfeiltasten nach oben und nach unten verändern. Das Datumsformat sollten Sie bei Day, Day, Month, Month, Year, Year belassen, denn so wird das Datum der jeweiligen Aufnahme im gewohnten Format, also 1. Juli 2013, gespeichert. Im Menü Time Zone wählen Sie Paris aus, da diese Stadt unserer Zeitzone hier in Deutschland entspricht. Speichern Sie die Veränderungen immer mit der Set-Taste ab. Set-Taste ist hier in der Mitte, in dem Kreuz, kann ich zeigen, hier auf der Rückseite die mittlere Taste.
den Tasten, da steht was drauf. Es hat auch jeweils eine Bedeutung. Damit kann man aber auch in dem Menü rauf und runter springen. Man muss da nicht auf dem, das ist ein Touchscreen, also ein Bildschirm, ein berührungsempfindlicher Bildschirm, arbeiten. Man kann das mit diesen Tasten hier machen. Es geht schneller und besser. Navigieren Sie mit Hilfe der Pfeiltasten anschließend zum Eintrag OK. Pfeiltasten, wie gesagt, gibt es nicht. Da sind keine Pfeile drauf. Das sind die vier Tasten rund um die Set-Taste. Das wurde vorher erklärt. Und bestätigen Sie hier ebenfalls mit der Set-Taste, um das Menü zu verlassen. Wenn Sie die Kamera längere Zeit ohne Akku aufbewahren, kann sie die Datums- und Zeiteinstellung vergessen und Sie müssen sie erneut eingeben. So, 8, Sprache einstellen. Muss mal gerade gucken. Oh, passt noch, Dicke. Sprache einstellen. Standardmäßig ist die voreingestellte Sprache Englisch. Drücken Sie die Menütaste an der Rückseite der Kamera oben links und bewegen Sie die Pfeiltasten nach rechts, um zum Einstellungsmenü 2, gelbe Hinterlegung, zu gelangen. Durch Bewegen der Pfeiltaste nach unten erreichen Sie den Eintrag Language und nach einem Druck auf die Set-Taste erscheinen alle vorhandenen Sprachen. Wählen Sie über die Pfeiltaste nach unten die Sprache Deutsch aus. Und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit Set. So. Das lese ich jetzt zu Ende vor. 9. Die erste Aufnahme. Wenn Sie nun durch den Sucher schauen, erscheinen in der Mitte die neuen Autofokus-Messfelder. 1 hier. Das ist ein Bild. Das ist sehr schön. Das entspricht auch dem Ganzen. Man hat hier die Mitte. Und das sind Autofokus-Messfelder. Sobald Sie den Auslöser von rechts an der Kamera halb herunterdrücken, hier kann man halb drücken oder ganz drücken, man hört es auch. Macht erst, knirscht erst, wenn er ganz unten ist. Sobald Sie den Auslöser vorne rechts in der Kamera halb herunterdrücken, leuchtet ein Messfeld auf, begleitet von einem Piepton. Den habe ich, glaube ich, abgestaltet. Die Schärfe wird auf das Motiv eingestellt und eingestellt, das sich an dieser Position befindet. Die Schärfe wird auf das Motiv eingestellt, das sich an dieser Position befindet. Unter Umständen leuchten noch mehrere Messfelder gleichzeitig auf. Wenn Sie mit der Schärfeeinstellung nicht zufrieden sind, drücken Sie den Auslöser noch einmal halb herunter, um eine erneute Schärfeermittlung zu starten. Im unteren Bereich des Suchers sehen Sie verschiedene Informationen, zum Beispiel zu Verschlusszeit 2 und Blende. Ja, Verschlusszeit und Blende sind neben der Belichtungskorrektur das Wesentliche, was man einstellen muss, sobald das Bild scharf ist an der entsprechenden Stelle und man den Schärfepunkt gefunden hat. So, 10. Bildqualität kontrollieren. Nach jeder Aufnahme wird das Foto standardmäßig für 2 Sekunden vom LCD-Monitor angezeigt. Da das zur Kontrolle meist nicht ausreicht, drücken Sie einfach auf die Wiedergabetaste rechts unten neben dem LCD-Monitor. Sie können Bildinformationen über die Infotaste links neben dem Sucher ein- und ausblenden. Nutzen Sie die Pfeiltasten nach rechts und links, um zwischen verschiedenen Aufnahmen hin und her zu springen. Und jetzt kommt ein grüner Kasten. Tipp. Zwar lassen sich die Fotos nach dem Überspielen auf dem heimischen PC betrachten, doch angenehmer ist das Anschauen, während man gemütlich auf der Couch im Wohnzimmer sitzt. Dazu müssen Sie die EOS 700D lediglich mit dem Fernseher verbinden. Klappen Sie dafür den rechten der beiden Verschlüsse an der linken Kameraseite auf. Verfügt Ihr Fernseher über eine HDMI
über einen HDMI-Anschluss sollten Sie die Verbindung über ein entsprechendes HDMI-Kabel herstellen. Dieses gehört allerdings nicht zum Lieferumfang der Kamera. Das mitgelieferte AV-Kabel kann mit dem Komposit-Eingang des Fernsehers verbunden werden. Allerdings ist die Bildqualität geringer als via HDMI. So, das war das Kapitel 1. Das ist nun grün. Es geht dann weiter mit Kapitel 2, die Technik der EOS 700D. Das ist Spiegel und Verschluss, Seite 32, Sensor und Bildprozessor im Detail, Seite 36, Farbenauflösung und Dateiformate, Seite 45 und Wechselobjektive, Seite 57. Tschüss.